So, da sind wir auch schon bei der vorletzten Aufgabe, nämlich füge Schaden mit legendären Waffen zu. Also da gibt es natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten, wie wir das machen können. Zum einen natürlich eine finden, Schaden machen und schon haben wir es geschafft. Aber es gibt halt auch noch eine andere Möglichkeit, beziehungsweise es gibt mehrere. Ihr könnt quasi mit euren Gruppen, mit euren Freunden im Team spielen. Und geht an eine Aufwertungsmaschine und baut euch so zum Beispiel eure legendäre Waffe zusammen. Was bedeutet, jeder farmt Materialien, egal welche Waffe ihr nehmt, und geht hin und rüstet die einfach höher auf. Von, sage ich jetzt mal, mindestens lila, dann die nächste Stufe ist ja schon legendär und so könnt ihr das natürlich auch machen. Ich probiere das jetzt mal gerade solo. Entweder haben wir Glück und wir finden eine. Oder wir müssen halt gucken, wie wir es machen. Also irgendwie werde ich es auf jeden Fall hinkriegen, das ist klar. Aber ich wollte euch natürlich erstmal den Tipp geben, dass ihr euch mit einer Gruppe zusammentut. Dann einer findet eine legendäre Waffe und der andere gibt euch die dann. Zum Beispiel. Oder aber ihr wertet sie gemeinsam auf. Ihr verteilt euch untereinander die Materialien und macht es so. Ich habe hier eben das Video gemacht mit der Werkbank. Und deshalb gehe ich nämlich da jetzt auch direkt wieder hin. Warte, da ist die Militärbasis. Also ich gehe halt hier an den Ort, wo ich eben schon mal war und hoffe jetzt einfach mal, dass ich einen lilanen Gegenstand finde. Den dann einfach aufwerten. Und dann habe ich auch meine legendäre Waffe. Oder wir müssen es halt probieren, in den Vorräten was zu finden. Was natürlich die Sache nicht erleichtert, aber wir müssen halt, glaube ich, mal mindestens episch finden. Oder zumindest mal blau. So, wundert euch nicht, ich gehe direkt hin und sammle Materialien ohne Ende. Ist natürlich erstmal ein bisschen langweilig. Aber ich glaube, das ist die einfachste Variante, als da wirklich auf Glück zu hoffen. Machen wir uns nämlich erstmal voll. Wenn ihr natürlich ein Lama findet, wäre natürlich am allereinfachsten. Weil da habt ihr die Materialien schon. Oder wir haben Glück. Wir haben Glück. So, jetzt müssen wir wirklich nur noch die Materialien sammeln. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Wir sammeln jetzt erstmal, wie blöd. Und dann gehen wir mal zur Maschine rüber. Und dann gucken wir einfach mal, wie viel wir brauchen für eine epische Waffe auf eine legendäre hochzubauen. Also ich meine, das war 350, aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Bis dahin kloppen wir erstmal alles klein. Zack, zack, zack. So, die Maschine ist da. Wir brauchen 350 von allem. Wie ich gesagt habe. Am besten wäre natürlich, wenn wir ein Lama finden würden, aber ich glaube, jetzt ein Lama zu suchen wäre nicht gerade die schnellste Variante. So, Metall haben wir jetzt schon fast. Fehlen uns halt jetzt noch 100. Ja, Metall abbauen ist halt echt nervig. Zack, zack, zack. Also ich denke mal, ihr müsst schon einen epischen Gegenstand finden, ansonsten wird das schon ein bisschen schwer. So, hier haben wir jetzt 350. Bam. Jetzt gehen wir rüber zu den Steinen und auf dem Rückweg gehen wir nämlich am Holz vorbei. Und ich hoffe nur, dass die Zone das mitmacht. Das wird nämlich. Aber wir haben noch. Ja, im Farmbereich ist definitiv auch noch eine Maschine. Also schaffen werden wir es, denke ich mal, auf jeden Fall. Brauchen jetzt noch 90 Steine und circa 170, genau 75 Holz. So, da oben sind die Bäume.
Am einfachsten geht es halt wirklich in der Gruppe. Wenn ihr mit mehreren seid, so habt ihr natürlich die Mets ruckzuck zusammen. Und wie gesagt, das kann man auch gerne mal im Livestream zusammen machen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. So, jetzt brauchen wir noch 130. Aber hier Holz ist hier echt ein bisschen Mangelware, muss ich sagen. Brauchen wir immer noch 80. Wir gehen hier hoch, weil ich kann hier runterspringen. Und dann mit dem Gleiter. Wir brauchen jetzt noch 80 Holz. Pff, das geht beim Marathon, ey. Es wird genauso knapp wie die letzte Aufgabe, ey. Mit den dreimal Aufwerten in einer Runde. Ja, wir haben es aber. So, jetzt schnell da runter gesprungen. Zack, zack, zack. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Zone macht inzwischen schneller Schaden. Oder ist es einfach nur, weil ich zurzeit gegen die Zone dauernd am Arbeiten bin. Und wir haben, zack, eine goldene Scar. So. Jetzt müssen wir natürlich erstmal Richtung Zone, 250 Schaden machen und schon haben wir die Aufgabe geschafft. Und genauso könnt ihr das halt auch machen. Wenn ihr natürlich Glück habt und findet direkt eine Waffe, dann sag ich mal GG an der Stelle. Aber das hier war halt jetzt eine Idee, wo ich definitiv eine legendäre Waffe habe in der Runde. So, Zone werde ich wahrscheinlich eh nicht mehr schaffen. Klar, ihr könnt das Ganze natürlich auch solo probieren, aber ihr seht ja, ein bisschen Zeit nimmt das Ganze in Anspruch. Wir sind jetzt bei 7 Minuten. Ich glaube, ich bin direkt in die Runde reingegangen. Also es wird schwer in der Solo-Runde. Wenn da die Zone nicht einigermaßen mitmacht, glaube ich, wird das echt schwer. Verdammt schwer. So. Ba-ba-ba-ba-bam. Haben wir noch ein bisschen Metz zum Bauen gefunden. Und dann gucken wir mal, wo die Gegner sind. Da 250, es sind im Prinzip 2,5 Gegner. Außer er hat Full Life. So, gucken, wo hier einer rumgeiert. Ah, da unten haben wir schon den ersten. Jetzt kommt natürlich wieder Aim des Todes. Und er bleibt hinter dem Baum. Seht, diese Lags, ich verstehe sie nicht. Sie machen einfach keinen Sinn. Das ist echt der Moment, wo ich mir denke, ich wechsle wieder auf die PlayStation. Das ist echt so nervig. Es ging wieder eine Zeit lang und auf einmal geht gar nichts mehr. So. Schauen wir mal. Machen wir hier noch einen. 108 haben wir jetzt. Nee, nee, das auf gar keinen Fall. Das ist mir eben schon eine Runde passiert. Da, diese Lags. Klar, die Aim-Probleme kommen auch noch dazu, aber bei so Lags ist es natürlich sowieso ein bisschen schwieriger. So, jetzt brauchen wir aber nur noch 30 Schaden. Da frage ich mich immer, warum spielen so gute Leute Gruppenkeile? Da! Das müsste es eigentlich gewesen sein, meine ich. Und, ja. Wie ihr seht, es ist nicht so schwer. Wir haben das Ganze jetzt in unter 10 Minuten geschafft. Und das, ja, noch mehr Krach. Und ihr seht, genauso könnt ihr es natürlich auch machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, lasst mir gerne ein Akku. 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 Lasst mir ein Akku da. Nee, lasst mir gerne ein Abo da, schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr das haben wollt. Wollt ihr lieber einen 10 € PaySafe-Code oder Skins haben? In dem Sinne sage ich dann mal viel Spaß mit den Aufgaben. Wir haben jetzt noch eine vor uns und haut rein.